Ich begrüße in Dresden, nehme ich an, in Dresden nehme ich an, unseren Gast von heute, Professor Werner Patzelt. Herzlich willkommen bei Weltwoche Daily Spezial. Danke für die Einladung, ich bin gern gekommen. Ich stelle Sie kurz vor, obwohl Sie sind unseren Zuschauern und Lesern wohl bekannt und wohl vertraut. Trotzdem die wichtigsten Fakten. Sie korrigieren mich, wenn ich etwas Falsches sage. Professor Werner Patzelt, geboren am 23. Mai 1953. Das heißt, Sie haben einen runden Geburtstag hinter sich, liegen allerdings noch 20 Jahre hinter der Weltwoche, die demnächst ihren 90. Geburtstag feiern wird. Sie sind in Passau geboren, Sie sind Politikwissenschaftler und haben von 1991 bis 2019 den Lehrstuhl für politische Systeme und Systemvergleich an der TU Dresden inne gehabt. Ihr Werdegang: Gymnasium Passau, Bundeswehr 2 Jahre. Dort haben Sie es in den Majorsrang der Reserve gebracht. Studium der Soziologie und Geschichte in München, Straßburg und Michigan, Ann Arbor. Michigan, Ann Arbor, das muss man noch hinzufügen, ist eine amerikanische Elite-Universität der sogenannten Ivy League. Und Sie haben Ihren Doktortitel mit der Auszeichnung Summa Cum Laude gemacht. Also wir werden hier mit Geigenklängen Sie einführen. 1994 Eintritt in die CDU. Das ist untypisch für einen Geisteswissenschaftler, die man ja doch eher dem sozialdemokratisch-linken Milieu zuschlägt. Und Sie sind auch ins Visier politischer Attentate geraten. 2007 bereits ein Brandanschlag auf Ihren Wagen. Ist das richtig? 2007, also schon vor ja, einigen Jahren, früher eigentlich, als diese ganze Migrationsthematik losging in Deutschland. Nein, es war 2017, nachdem 17. die deutsche Antifa geglaubt hat, ich sei ein Freund von Faschisten und Rechtspopulisten. Eben 2017. Ich habe das gedacht, dass ich das hier vielleicht falsch notiert habe. Danke für die Korrektur. Im Juni 2018 haben Sie zur allgemeinen Erschütterung des politischen Mainstreams eine Koalition von CDU und AfD gefordert. Dafür könnte man heute ja. Ist das nicht so? Nein, das steht zwar in meinem Habe ich in Wikipedia Wikipedia-Artikel, gelesen, ja. aber nicht alles, was auf Wikipedia über mich geschrieben wird, ist richtig. Ich habe damals der CDU zu bedenken gegeben, ob sie nicht eines Tages sich auf Koalitionen mit der AfD einlassen müsste. Und der Leitgedanke war, dass sie dann eben auf die AfD so einwirken müsste, dass die AfD auch koalitionsfähig wäre, dass man also in der CDU eine Doppelstrategie fahren müsste. Erstens die Realos in der AfD zu stärken gegenüber den ideologischen radikalen Fundis und zum anderen nach Möglichkeit darauf auszugehen, dass man eine solche Koalition ohnehin unnötig macht, indem die CDU wieder jene politischen Positionen besetzt, die sie leichtfertig und zum Nutzen der AfD aufgegeben hat. Das ist es, was ich gesagt habe. Im Interview ist es auch völlig klar, aber die Überschrift des Interviews war damals: Erster deutscher Politikwissenschaftler fordert Koalition mit der AfD. Und nachdem anscheinend die meisten Leute nur Überschriften lesen, aber nicht das, was man tatsächlich gesagt hat, habe ich wieder einmal die Gelegenheit, die Sache klarzustellen. Sehr gut. Und ich habe ja das auch wieder naiv, gutgläubig, leichtgläubig, wie ich eben doch irritierenderweise zu meiner eigenen Überraschung immer noch bin. Ich habe das einfach auch übernommen von Wikipedia. Aber vielen Dank, dass Sie das hier gleich richtig stellen. Und jetzt hoffe ich aber, dass ich da gar nichts Falsches sage. Sie sind Kammermusiker auch mit Hobby und Ihr solistisches Instrument ist das Violoncello. Können wir uns da auf die überlieferten Informationen verlassen? Fast, aber besser als Cellist bin ich als Chorleiter. Ich mache seit vielen Jahrzehnten Chorwochen, zu denen Leute aus ganz Deutschland kommen, die eine Woche lang wirklich engagierte Chormusik betreiben wollen. Also Sie würden sich in dem Sinn in der Traditionslinie von Thomas Mann und Friedrich Nietzsche sehen, die in der Musik die deutscheste aller Künste erblickt haben. Das ginge etwas zu weit. Mit Nietzsche habe ich relativ wenig am Hut, mit Thomas Mann die Vorliebe für seine Sprache.
Aber dass die Musik etwas sehr Wichtiges ist, auch für mein Leben, das steht außer Zweifel und das verbindet mich mit den beiden, aber freilich mit tausenden anderen auch. In einem Satz, was ist das Essentielle an der Musik für Sie? Das Essentielle an der Musik ist, dass wichtige Inhalte ohne kognitive Beimengung weitergegeben werden. Musik spricht direkt zu uns. Auch wer von Musik keine Ahnung hat, hat ein bestimmtes Gefühl, wenn er etwa den Beginn des letzten Satzes von Beethovens 5. Sinfonie hört. Das braucht keine kognitive Vermittlung. Das geht unmittelbar, wie es Goethe formuliert hat oder wie ich glaube, Beethoven es formuliert hat, von Herzen und möge es dann zu Herzen gehen. Und das funktioniert in der Musik. Und jemand, der da und kognitiv unterwegs ist wie ich, der schätzt nicht kognitive Kommunikationsweisen umso mehr. Musik als Weisheit des Herzens. Herr Professor Patzelt, Sie haben ein Buch geschrieben, Sie haben viele Bücher geschrieben, aber jetzt ganz aktuell sind Sie in Erscheinung getreten mit diesem Buch hier, das ich auch gelesen habe jetzt in zwei Nachtschichten und auch aus Ungarn nach Hause kommend. Ungarn verstehen im LMV Verlag Geschichte, Staat, Politik, ein umfassendes, ein gründliches Werk, das seinen Gegenstand von verschiedensten Richtungen her einzirkelt. Ganz kurz, wie kam es zu diesem Buch Ungarn verstehen? Ich bin eingeladen worden, am Matthias Corvinus Kolleg in Budapest eine Gastprofessur zu übernehmen. Als ich mich vorbereitete auf das Land, in das ich nun für ein halbes Jahr, es wurde dann ein Dreivierteljahr reisen sollte, merkte ich, dass die Bücher, die ich über das heutige Ungarn vorfand, mir vorkamen wie in die Länge gezogene Leitartikel. Und ein Leitartikel ist zwar etwas Schönes und man liest ihn gerne, aber ob die Informationen im Leitartikel nicht dem Argument dienlich zuerst einmal zusammengesucht werden und man vielleicht auch zu einer anderen Leitartikelthese käme, würde man andere Informationen ebenfalls berücksichtigen. Das war damals eine Frage, die mich bewegte. Und als ich im Zug nach Budapest saß, wusste ich zwar, was ich dort offiziell sollte, nämlich Lehrveranstaltungen für das Matthias Corvinus-Kolleg halten, Vorträge im ungarischen Bereich halten, aber ich musste ja definieren, was will ich für mich? Und ich definierte für mich, ich will herausfinden, was von dem, was man über Ungarn so hört und liest, wohl eher stimmt und was wohl weniger stimmt. Und weil ich nun am besten Dinge dann begreife, wenn ich sie entweder anderen erkläre oder mir selbst erkläre, indem ich sie aufschreibe, entstand dann ziemlich schnell die Idee, meine Lernergebnisse, meine Lernerlebnisse wollte ich in einem möglichst kurzen, möglichst sachlichen Buch niederlegen, keinen Leitartikel schreiben. Und weil eben doch eine ganze Menge es über Ungarn zu wissen gilt, wenn man das Land begreifen will, wurde das dann eben kein kurzes Buch, wie ich es mir vorgenommen hatte, sondern ein relativ langes Buch. Was ist die zentrale Erkenntnis? Was würden Sie sagen, rückblickend haben Sie gelernt? Was ist das Entscheidende, was Sie aus dieser ganzen Ungarn-Erfahrung, Matthias Corvinus, Kolleg, muss ich vielleicht noch die Klammer auftun, Matthias Corvinus, eine berühmte historische Figur, wir kommen noch auf die Geschichte Ungarns zu sprechen, ein Kollegium, ich habe dort auch schon mal einen Vortrag gehalten, von jungen Leuten, eine Universität gemacht mit einer, ich würde sagen, etwas konservativen Orientierung am angelsächsischen Konservativismus. Wie haben Sie das erlebt, dieses Matthias Corvinus-Kolleg? Sie haben sich etwas länger dort aufgehalten. Ich kannte das MCC ja schon in den Jahren zuvor aus Kooperationsveranstaltungen, welche die Konrad-Adenauer-Stiftung mit dem MCC gemacht hat. Ich erlebte es als eine Begabten- und Elitenförderinstitution, die jungen Leuten alle Möglichkeiten gibt, sich zu entfalten und zu entwickeln, die ihnen keine politischen oder denkerischen Vorgaben macht, die sich einfach daran freut, wenn eine und das Notwendige dazu beiträgt, dass eine neue Generation von Ungarn heranwächst, die fließend in Englisch und auch in anderen Sprachen kommunizieren können, die gute, gut gebildete Repräsentanten ihres Landes sind und auch die Fähigkeit haben, aus anderen Ländern, das, was dort gut ist, in die eigene politische Landschaft, in die eigene Kultur aufzunehmen. Und an so einem Unternehmen bin ich natürlich gerne beteiligt, zumal während meiner ganzen Berufslaufbahn Elitenförderung für mich ein dringliches Anliegen gewesen ist.
Und eben, was haben Sie aus diesem Aufenthalt, diesem Studienaufenthalt und Ihrer Forschung was ist die entscheidende Erkenntnis über Ungarn, die Sie gewonnen haben? Es ist eine doppelte. Erstens, Ungarn versteht man wirklich nur von seiner Geschichte her. Sonst begreift man auch nicht, worum sich ungarische Debatten drehen. Und zum anderen, es lohnt schon sehr, immer von zwei Seiten her auf denselben Gegenstand zu blicken. Eine einzige Perspektive reicht meistens nicht aus, etwas richtig zu begreifen. Und im Fall von Ungarn, wo es eine extreme Spaltung in der Wahrnehmung des Landes, in der Haltung zum eigenen Regierungssystem gibt, gilt das erst recht. Die ungarische Geschichte vielen ja nicht so geläufig, unglaublich. Ich habe mal in einer Sendung gesagt, Ungarn ist sozusagen mehrmals durch den historischen Fleischwolf gedreht worden. Eine unglaubliche Leidensfähigkeit. Und Ministerpräsident Viktor Orban hat mir am letzten Sonntag, am Nationalfeiertag, bei der Betrachtung des Feuerwerks auf die Frage gesagt, dass ich habe ihn gefragt, wofür steht eigentlich dieser 20. August, dieser Nationalfeiertag, wo ja sozusagen die christliche Gründung der ungarischen Monarchie, sozusagen der Gründungsakt, gefeiert wird? Und er hat dann lachend gesagt, ja, dieser Nationalfeiertag steht einfach dafür, dass wir Ungarn alles überleben. Wir überleben wirklich alles. Was ist vielleicht an der Geschichte? Sie widmen ihr ein ausführliches Kapitel. Können Sie da vielleicht die wesentlichen Punkte zusammenfassen? Was ist die historische Erfahrung der Ungarn und was ist da wichtig, um auch die heutige Situation zu verstehen in der geschichtlichen Herleitung? Zum einen ist man sich in Ungarn und man bezieht die gebildeten Ungarn ein und etwas abgesenkt auch populäres Wissen. Man ist sich im Ungarn darüber im Klaren, dass die Ungarn wie so viele östliche Reitervölker wie die Awaren, Petschenegen und so weiter irgendwo in der Geschichte versunken wären, hätten die Ungarn nicht das Christentum sich angeeignet und wären vom Papst als christliches Königreich konstituiert worden, damals gemeinsam mit dem polnischen Königreich im Übrigen. Deswegen die enge Verbindung zwischen christlicher Kultur und ungarischem Selbstverständnis. Zum anderen, Man muss vielleicht hier hinzufügen, das ist mir in Ihrem Buch so aufgefallen, Ungarn ist durch einen Akt des Papstes sozusagen als Außenposten des Christentums geschaffen worden und der ungarische König unterstand nicht dem Kaiser, sondern er unterstand dem Papst. Also ohne das Christentum, ohne das Papsttum gäbe es dieses Land nicht. Also der Wilhelm Tell der Ungarn ist sozusagen der Papst, der den Ungarn diese monarchische Akte damals übertragen hat. naja, dahinter stehen natürlich diplomatisch-geopolitische Überlegungen. Die Frage war, ob die sich konsolidierende Herrschaft der Arpaden in den Einflussbereich des byzantinischen Kaisers geraten sollte oder ob man sich nach Westen orientieren wollte. Und aus welchen Gründen auch immer entschloss sich die damalige Elite für eine Westorientierung. Und dann natürlich musste man sich unter den Schutz des Papstes und des Kaisers stellen. Und es waren Papst und Kaiser gemeinsam, die dafür gesorgt haben, dass Polen und Ungarn zu Königreichen im westlichen Einflussgebiet geworden sind. Folglich ist es nicht allein sozusagen die alleinselig machende Kirche, der Ungarn sozusagen seine Westbindung verdankt, sondern es sind geopolitische Überlegungen mit langem Blick. Und damit sind wir beim Zweiten, was in der ungarischen Geschichte wichtig ist. Zur ungarischen Grunderfahrung gehört, dass man zum Westen gehören will, zum Westen gehört, dass man aber immer wieder von den westlichen Königreichen und Staaten alleingelassen wird. Als die Mongolen andeuten, hat der ungarische König Hilfsbotschaften in alle möglichen benachbarten Königreiche, mit denen man oft verschwägert war, geschickt. Allein es kam kein Beistand, sodass dann man getrennt sich gegen die Mongolen zur Wehr setzte und in der Regel verlor. Kurz bevor die Ungarn verloren haben, hat ein schlesisch-deutsches, böhmisches Ritterheer die Schlacht bei Liegnitz verloren. Und dann waren die Ungarn dran und das hat sozusagen das mittelalterliche Ungarn kaputt gemacht.
Später, als dann die osmanische Expansion ist, schickt man wieder jede Menge von Hilfsbotschaften an andere Staaten, bleibt aber gegen die Osmanen gleichwohl allein, erlebt dann zu Beginn des 16. Jahrhunderts die fatale Niederlage, in deren Anschluss Ungarn dreigeteilt gewesen ist und sich dann im heutigen Rumänien, Transsilvanien als eigenständiges, im Grunde damals die ungarische Kultur bewahrendes Herzogtum unter osmanischer Oberherrschaft verselbstständigte. Und dann ist die Erfahrung mit der Zeit der Habsburger Monarchie. Man fühlte sich von den Habsburgern fremdbestimmt, unterdrückt, insbesondere als die Revolution von 1848 niedergeschlagen war, ganz wesentlich mit Hilfe der russischen Truppen. Und erst nach dem Reichsausgleich begann die kurze goldene Zeit von Ungarn. Aber dann kommt die Zwischenkriegszeit, eingeleitet mit dem Vertrag von Trianon, als die westlichen Siegermächte Ungarn, obwohl es nur als Begleitpakt zu Österreich, Ungarn, zur Habsburger Monarchie in den Krieg eingetreten war, drastisch verkleinern und nachgerade um wesentliche Gebiete amputieren. Es kommt dann die Zwischenkriegszeit mit den Versuchen des... Darf ich da hier noch ganz kurz einhaken, weil das ist auch vielen nicht bekannt, die mit die ungarische Geschichte nicht so studiert haben. 1920, dieser Vertrag von Trianon, das ist ja im Prinzip ein Versailler Vertrag im Quadrat. Also was man den Deutschen an Gebieten weggenommen hat nach dem Ersten Weltkrieg und was ja als Schandfrieden von Versailles zu dieser ganzen dann auch Radikalisierung in Deutschland beigetragen hat, das ist sozusagen fast nichts im Vergleich zu dem, was die Ungarn erleben mussten, denen man zwei Drittel ihres Staatsgebietes inklusive Meerzugang in Kroatien, im heutigen Kroatien weggenommen hat, plus, wie Sie in Ihrem Buch auch schreiben, Siebenbürgen, wo sich die Ungarn auch in diesen fürchterlichen Zeiten der Fremdherrschaft, der türkischen Dominanz sozusagen als Restnation noch irgendwie behauptet hatten. Also auch diese Stammgebiete sind ihnen abhanden gekommen. Also letztlich eine Amputation, eine Verstümmelung, wie Sie auch in Ihrem Buch schreiben, die, glaube ich, beispiellos ist in der Geschichte, wenn man vielleicht von anderen gänzlich aufgelösten Nationen spricht, die ja auch verschwunden sind oder Länder, die es überhaupt nicht mehr gibt. Aber das ist schon eine ganz drastische Situation. Aber ich habe Sie unterbrochen. Es ist ja dann turbulent weitergegangen in den 20er und 30er Jahren. Erzählen Sie. Für die Ungarn, die durch den Friedensschluss von Trianon wesentlich stärker in ihrer Existenz, in ihrem Selbstbewusstsein, in ihrer Selbstachtung getroffen worden sind als die Deutschen, für diese war dann die Zwischenkriegszeit eine Zeit, in der Revisionismus, Grenzrevisionismus als legitim galt. Und das hat natürlich die ungarische Führung an die Seite der anderen europäischen revisionistischen Macht gebracht, nämlich Deutschland, und hat zu ganz furchtbaren Folgen, wie dann später des ungarischen Holocaust geführt. Dann aber kommt das tatsächliche Alleingelassenfühlen. Die Russen erobern die Sowjetunion, erobert Ungarn gegen heftigen deutschen Widerstand, zerstört vielerlei, errichtet dann eine stalinistische Herrschaft, die mindestens so schlimm war wie jene, die die Kommunisten in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands aufgerichtet haben. Dann kommt der große Befreiungskampf oder der Versuch der Befreiung von 1956, wo westliche Sender, die Ungarn glauben machen, der Westen würde Ungarn beistehen. Leider Gottes koinzidierte das damals mit der ägyptischen Übernahme des Suezkanals, der Intervention von Engländern und Franzosen. Und wieder fanden sich die Ungarn alleingelassen mit der kommunistischen Fremdherrschaft. Und deswegen ist es ein großer Festtag heute noch im Juni, wenn man des Abzuges der russischen Truppen gedenkt. Also alleingelassen gegenüber Mongolen, gegenüber Osmanen und gegenüber Russen. Dieses Alleingelassensein-Gefühl, das prägt das heutige Ungarn sehr. Und deswegen führt es bei vielen Ungarn heute zu einem ungläubigen und auch etwas despektierlichen Grinsen, wenn sie erfahren, dass man ihnen im Westen zuschreibt, die treuesten Anhänger Russlands beim russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu sein. Das ist bemerkenswert, wenn man eben auch sieht in der Geschichte, und die Ungarn, das schreiben sie auch, sind ein sehr geschichtsbewusstes Volk. Also die haben diese historischen Niederlagen und Demütigungen nicht vergessen.
Und wenn man mit einem Ungarn darüber spricht und sagt, ja, euer Präsident oder euer Ministerpräsident ist ein Schoßhund von Putin, dann empfinden das die Ungarn geradezu als eine Beleidigung, weil sie sagen, das ist also ein Affront uns gegenüber. Ich meine, wenn wir sehen, 1848, 1849 hatten wir die Habsburger bereits besiegt mit einer möglicherweise liberalen Demokratie, mit Lajos Kossuth hieß er, richtig? Genau, der damals eigentlich siegreich war gegen die Habsburger, aber der Kaiser hat damals seinen zaristischen Freund zu Hilfe geholt und die Russen mit größter Grausamkeit, wie dann auch 1956, haben sie hier diesen Aufstand plattgewalzt und die Aufständler auch umgebracht. Kurzerhand einfach standrechtlich erschossen oder an die Wand gestellt oder aufgeknüpft. Also hier sind ganz große Wunden geschlagen worden. Umso bemerkenswerter ist ja auch, wir kommen noch darauf, vielleicht die heutige Positionierung Ungarns zu beurteilen in diesem Krieg, wo eben nicht diese historischen Ressentiments, sondern offensichtlich andere politische Überlegungen eine Rolle spielen. Sprechen wir über die heutige Regierung, Herr Professor Patzelt. Wie erklären Sie diesen Erfolg der Orbán-Regierung aus der Geschichte Ungarns? Viktor Orbán ist ja die große Reizfigur. Er wird in den Medien, wie Sie auch schreiben, sehr stark kritisiert, vor allem auch in den deutschen Medien. Auch da, wir kommen noch darauf zurück, haben Sie sehr interessante Analysen. Aber wie ist es letztlich zum Erfolg dieser Orbán-Regierung gekommen? Wer ist in der ungarischen Geschichte Viktor Orbán? Er ist ohne Zweifel einer der Politiker, die das Land geprägt haben, wie kaum ein anderer. Man muss dann schon auf die Reformzeit des 19. Jahrhunderts zurückgehen, um eine ähnlich einflussreiche und das Land gestaltende Figur wie Viktor Orbán zu finden. Um seinen Erfolg zu begreifen, muss man sich vor Augen führen, dass es zunächst einmal in Ungarn wie in den meisten nachkommunistischen Staaten einen Wechsel gab. Man wählt zunächst bürgerliche Parteien an die Macht, denen fällt dann die ganze Last der ökonomischen und gesellschaftlichen Umgestaltung auf die Füße. Deswegen werden dann die Kommunisten, Sozialisten unter welchem Namen auch immer wiedergewählt. Die retten das Land aber auch nicht, sondern verschärfen in der Regel die Probleme. Damals im Fall von Ungarn in der Weise, dass die sozialistische Regierung, die auf die erste bürgerliche Nachkommunistenregierung folgte, sich der damals üblichen Globalisierung und Internationalisierung von Wirtschaft und Handel und so weiter widmete und das Land außenpolitisch oder außenwirtschaftlich abhängig machte. Dagegen revoltierten die Ungarn und wählten dann zum ersten Mal die Fidesz-Regierung an die Macht. Fidesz beginnt bei der ersten nachkommunistischen Wahl im Bereich von unter ferner Liefen, also ganz wenig Stimmenprozent. Aber als die erste kommunistische, also sozialistische Regierung, die erste bürgerliche Regierung ablöst, da begreift die Fidesz-Führung, die ja einen liberalen Hintergrund hat, dass die ungarischen Liberalen lieber eine Koalition eingingen mit den Sozialisten, als sich auf ein bürgerliches Bündnis einzulassen. Infolgedessen wurde begriffen, dass der zukunftsträchtige politische Ort von Fidesz im ungarischen Parteiensystem nicht im engen liberalen Spektrum ist, sondern rechts der politischen Mitte. Das ist die entscheidende Bewegung von Fidesz, nämlich zu einer Partei rechts der politischen Mitte, in der Mitte und rechts der politischen Mitte zu werden. Die erste Orbán-Regierung macht etliche Reformen, stößt aber auf erbitterten Widerstand, nicht nur seitens der abgewählten Sozialisten, sondern auch der internationalen Eliten, mit denen die Sozialisten zusammengearbeitet hatten, auch im Medienbereich. Und nach 4 Jahren ist die Gegnerschaft von Fidesz froh. Orbán ist nun sozusagen abgewählt und wird nie wieder zurückkehren. So sah es auch aus. Es folgten 8 Jahre sozialistische Regierungsweise, in der baut Viktor Orbán seine Partei zu einer Bürgerbewegung aus, gründet Bürgerkreise, vernetzt die Partei sehr umfänglich in der Gesellschaft, hätte fast die Wahl wieder gewonnen, wenn die Freien Demokraten, die Liberalen, nicht erneut ein Bündnis mit den Sozialisten gesucht hätten. Und dann, als er nach einer auch moralischen Abwirtschaftung der Sozialisten, die der damalige Ministerpräsident Gyurcsány in einer internen Rede auch zugab, wir seien, sagte er, wir Sozialisten seien die dümmste Regierung in Europa, wir hätten jahrelang überhaupt nichts gemacht, er habe sich richtig geschämt für die ganzen Lügen, aber jetzt müsste man durchstarten. Es war eine motivierende
zum Neubeginn aufrufende Rede, aber sie kam durchgestochen an die Öffentlichkeit natürlich an als moralisches, als Eingeständnis eines moralischen Niedergangs. Und Fidesz hat natürlich daraus, weil Orban ja auch ein sehr geschickter Taktiker ist, Honig gesaugt, erreichte dann unter wohlgemerkt dem alten Wahlrecht eine Zweidrittelmehrheit und fing dann an, seit 2010 tatsächlich das Land nach eigenen Vorstellungen umzugestalten, vom Verfassungssystem über das Mediensystem bis hin zum Kultursystem in der Wirtschaftspolitik. Und allem Anschein nach haben die Ergebnisse dieser Politik einem Großteil der Ungarn gefallen. Denn die Zweidrittelmehrheiten, die schon 2010 unter dem alten Wahlrecht errungen worden sind, die haben sich seitdem wiederholt. Und eine Regierung, die in Übereinstimmung mit Bevölkerungswünschen im Wesentlichen regiert, ja, die ist schlecht wegzubekommen, wie lange Zeit die bayerische CSU auch unter Beweis gestellt hat. Blenden wir noch einmal in die Frühzeit des Viktor Orban zurück. Er ist ja schon in den 80er Jahren hervorgetreten, damals als 26-jähriger Student, damals noch gärtenschlank, Jahrgang 1963. Da hat er eine Brandrede gehalten, noch zur kommunistischen Dominanzzeit. Er hat aufgerufen dazu, dass die Sowjetunion ihre Panzer abziehen solle. Ich kann mich erinnern, dass ein ungarischer Mitarbeiter der Neuen Zürcher Zeitung, wo ich damals als Sportjournalist gedient hatte, von diesem Viktor Orban, dem liberalen Hoffnungsträger, geschwärmt hat. Vielleicht noch ein Kommentar von Ihnen zu dieser Geburtsstunde des Politikers Viktor Orban und seiner Herkunft. Er kommt aus dem liberalen Umfeld. Er ist ein Student in Oxford gewesen, hat in London gelebt und hat dort eine Rede gehalten 1989 auf dem Heldenplatz in Budapest. Ja, der junge Orban, was kann man zu ihm sagen? Was kann man zu dieser Rede sagen, die damals seinen Durchbruch zu nationaler Berühmtheit brachte? Man muss die erwähnten Dinge etwas anders und damit, wie mir scheint, richtiger gewichten. Der junge Orban wächst auf in einem, oder wächst akademisch auf in einem Studienkolleg, wie das Matthias Corvinus-Kollegium heute eines ist. Ist in einem Studienkollegium, wo er sich mit Freunden zusammentut, die allesamt strikt antikommunistisch gewesen sind. Es ist nicht Liberalismus, es ist Antikommunismus, die ihn geprägt hat. Und in dieser Grundhaltung heraus hat er dann auch die berühmte Rede von 1989 gehalten, in der wieder alles öffentliche Erwarten mit einer Schärfe sondersgleichen der Abzug der sowjetischen, russischen Truppen aus dem eigenen Land gefordert worden ist. In Oxford war er relativ kurze Zeit durch ein Stipendium der George Foundations. Lang hat er dort nicht gelebt. Er merkte, es gibt dann demnächst die Möglichkeit, politisch gestalterisch tätig zu werden. Und das wollte er sich nicht nehmen lassen. Und als Antikommunist in der damaligen liberalen Grundhaltung, Linke gegen Liberale, das war damals sozusagen die Schlachtordnung, in der hat er Fidesz als eine liberale Jugendorganisation zunächst aufgebaut. Die war in enger Verbindung mit der FDP. Es hat die Naumann-Stiftung in Deutschland die Tätigkeiten von Fidesz unterstützt und so weiter und so fort. Und erst später, als er merkte, dass die ungarischen Liberalen sich lieber mit den Sozialisten einlassen als mit einer anderen liberalen Partei im eigenen Land, hat er begriffen, dass die Schwungmasse von Wählern, die man braucht, wenn man ein Land gestalten will, eben rechts der Mitte liegt. Und das hat ihn dann zu seinem Schwenk ins rechte, nicht ins rechte Lager, aber ins Ansprechen von Leuten rechts der politischen Mitte hineingeführt. Und nachdem Politiker geneigt sind, das, was erfolgreich ist, weiterhin zu tun, bis es eines Tages nicht mehr erfolgreich ist, kann man von daher seinen Kurs verstehen. Viele Leute glauben, er hätte sich gewandelt und es sei nun der größte Freund von Putin. Das ist nun wirklich eine Uninformiertheit sondergleichen, die sich dort austobt. Der Leitgedanke ungarischer Außenpolitik ist, dass Ungarn ein kleines Land darstellt, das mit drei großen Nachbarblöcken gut zusammenleben muss. Der eine Nachbarblock ist der deutsche, früher in Wien, inzwischen von Berlin ausgeleitet. Das andere ist der osmanisch-türkische. Man braucht gute Beziehungen zu Istanbul. Und der dritte ist der russische Bereich. Denn Russland hat immer wieder, meistens zum Nachteil Ungarns, in die ungarische Geschichte interveniert. An dieser Front braucht man Ruhe. Und da soll man den Bären nicht reizen, sondern versuchen, beim Streit zwischen den Großen möglichst unbeschadet durchzukommen.
Wie rechts ist Viktor Orban? Rechts ist ja zum Kampfbegriff geworden in Deutschland. Sogar der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat im letzten Wahlkampf gesagt, man stehe dagegen rechts ein. Rechts ist zu einer unscharfen, ja, Verunglimpfungsvokabel geworden. Versuchen wir das Ganze nüchtern zu betrachten. Wie rechts ist eigentlich Ihrer Ansicht nach Viktor Orban? Wie würden Sie ihn einordnen in diesem politischen Magnetfeld? Da hängt alles davon ab, wie man rechts definiert. Und weil es keine allgemein akzeptierte Definition gibt, sucht sich jeder heraus, was er will. Und ich suche mir aus dem herausgesuchten das aus, was gemeinsam Sinn macht. Also, rechts ist nicht links, antikommunistisch. Das ist Viktor Orban bis in die tiefsten Gründe seiner Seele. Rechts, als rechts gilt konservativ. Also nicht wagemutig alles neu machen, sondern aus der Geschichte lernen, was sich tatsächlich bewährt. Und die ungarische Politik von Viktor Orban ist konservativ. Nicht in der taktischen Durchführung, da ist sie oft ungestüm und kurzsichtig und muss dann gemachte Fehler korrigieren. Aber die Grundhaltung ist eine konservative Haltung. Und als rechts gilt Sympathien mit dem Christentum oder überhaupt eine christliche Grundhaltung. Und das ist Viktor Orban inzwischen auch. In seiner Jugend ist er als Agnostiker aufgewachsen, der für Religion im Wesentlichen Verachtung über hatte. Später hat sich das gewandelt. Als Ministerpräsident während seiner ersten Dienstzeit ist er der calvinistischen Richtung des Christentums beigetreten. Er sagt, der liebe Gott bestraft ihn dafür, dass seine Frau eine Fundamentalkatholikin ist. Und folglich ist dann sozusagen auch christliche Dualität in dieser Ehe eingeführt. Kurzum, christliche Werte spielen für ihn eine wichtige Rolle. Und in einer wichtigen Rede hat er auch klar gemacht, und er macht das immer wieder, dass es für einen Politiker wichtig ist, einen festen Glauben daran zu haben, dass er eines Tages für seine Taten während seines Lebens sich rechtfertigen muss, denn sonst verleitet einen politische Macht in ungestüme Bereiche. Also ein Nicht-Linker, Nicht-Woker, einer, der konservativ ist und der das Christentum wertschätzt. Was kann das anderes sein als ein übler Rechter, zumindest in deutscher Perspektive? Rechtsextremistisch, da sind ja auch die Grenzen und auch die begrifflichen Unschärfen sehr groß geworden. Würden Sie ihn als Rechtsextremisten bezeichnen, als rechtsradikalen Politiker? Da hängt jetzt wieder alles von den Definitionen ab. Radikal heißt eine Sache so weit zuspitzen, dass sie ins Unsinnige abgleitet. Das kann ich an der ungarischen Politik nicht erkennen. Es gibt so Ansätze. Soros ist für alles und jedes Übel ursächlich. Da ist sozusagen eine Kritik am Liberalismus, angelsächsischer Prägung, vielleicht etwas allzu stark bis ins Unsinnige hinein zugespitzt. Andere sehen das anders, aber darüber kann man streiten. Extremismus meint Kampf gegen eine freiheitlich-demokratische Grundordnung, Beseitigung von Demokratie, Beseitigung von Rechtsstaatlichkeit. Das schreiben nun manche Kritiker Orbán zu und verweisen auf Dinge wie das Mediengesetz, das die Linke in Ungarn um ihre Machtpositionen gebracht hat. Verweist man auf die Reform der Verfassung, welche die politische Rolle des Verfassungsgerichtes reduziert hat und welche die Möglichkeiten des Parlaments, das Land nach Belieben zu verschulden, reduziert hat. Also manche sagen, Orban hat die Demokratie abgeschafft und das ist der Tatbestand des Extremismus. Das sehen die Unterstützer von Orban wesentlich anders und ehrlich gesagt nach einem, wie ich glaube, relativ differenzierten Blick auf die ungarische Politik seit 2010, meine ich, dass von der Errichtung einer Diktatur und einem Kampf gegen Freiheit demokratische Grundordnung hier wahrhaftig nur bei einer sehr bereitwilligen und böswilligen Verengung des Blickfeldes die Rede sein könnte. Trotzdem ist das ja im Grunde die Leiterzählung in unseren Medien und in unserer Politik über Viktor Orban. Ich erinnere an die Aussage von Jean-Claude Juncker, dem damaligen Kommissionspräsidenten der Europäischen Union, der einmal feixend Orban auf die Schultern klopfte und sagte: Hello, Dictator, hallo, Diktator. Es ist in seriösen Zeitungen wie einer Neuen Zürcher Zeitung, auch in der FAZ, ist die Rede davon, dass Orban mit dem von Ihnen angesprochenen Verfassungsrevision, mit dieser Verfassungsreform, man muss sie vielleicht hinzufügen, 2010 hat Ungarn die alte kommunistische sowjetische Verfassung abgelöst. Die hatten vorher ja eigentlich eine sowjetische Verfassung, an der herumgebastelt wurde. Das ist sozusagen die erste ungarisch-demokratisch
eingeführte Verfassung. Aber das gilt nun den Orbán-Kritikern in Deutschland, in der Schweiz, in unseren Medien, in der Politik. Die sehen das als eine autoritäre Umgestaltung und der Name Orbán wird sozusagen synonym verwendet mit einem Trend, mit einem schlechten Welttrend hin zum Autoritarismus. Es ist dann schnell die Parallele gesetzt: Xi Jinping in China, Putin in Moskau und der Xi Jinping, der Putin der Europäischen Union ist Viktor Orbán. Das sind, wenn man das ernst nimmt, eigentlich sehr schwerwiegende Vorwürfe. Was sagen Sie dazu? Das sind sehr schwerwiegende Vorwürfe und die liegen ja auch der Haltung der Europäischen Kommission, des Europäischen Parlaments und eines nennenswerten Teils des Europäischen Ministerrates gegenüber Ungarn zugrunde. Die Wahrnehmung ist die, da ist eine Halbdiktatur auf dem Weg zur ganzen Diktatur zu werden, die sich den europäischen rechtsstaatlichen Regeln nicht beugen will, die voller Korruption mit dem Recht umgeht, wie es politisch erwünscht ist und die deswegen bestraft werden muss, indem man ihr europäische Gelder vorenthält, die man am liebsten aus der Europäischen Union, wenn schon nicht ausgeschlossen, doch zumindest sich selbst aus der Europäischen Union zurückziehen sähe, um anschließend klar machen zu können, ja, eigentlich haben die Ungarn nie zu uns gehört. Das ist tatsächlich das vorherrschende Bild. Mir scheint dieses Bild sehr, sehr einseitig zu sein. Mir scheint dieses Bild, die Sichtweise der innerungarischen Opposition wiederzuspiegeln. Und mir scheint, dass die innerungarische Opposition sehr, sehr großen Erfolg, und er sei ihr als Opposition gegönnt, darin hatte, ausländische Journalisten und international tätige zivilgesellschaftliche Organisationen von ihrer Sichtweise zu überzeugen, dass hier eine Diktatur im Entstehen wäre, sodass man nun von außen her Hilfe mobilisiert. Die anderen Demokratien müssen doch der ungarischen Opposition zur Hilfe kommen, indem sie auch deutlich sagen, wie übel das Orbán-Regime ist, indem sie von außen her etwa über die europäische Ebene Ungarn bekämpfen. Und es ist das ganze Bild, glaube ich, am besten dann verständlich, wenn man begreift, es geht hier um die Fortsetzung des innenpolitischen Kampfes von Orbán-Gegnern mit der Orbán-Regierung auf internationaler und europäischer Ebene. Und weil nun einmal mir inzwischen der Fall zu sein scheint, dass die wenigsten Journalisten, die über Ungarn berichten, Ungarisch können. Ich kann auch kein Ungarisch. Dass die meisten Journalisten, die über Ungarn berichten, aber damit zufrieden sind, wenn sie in Budapest oder in einer der großen Universitätsstädte, wie Szeged oder Pécs und so weiter, wenn sie sich dort mit Gleichgesinnten, Akademikern, zivilgesellschaftlichen Aktivisten und so weiter treffen und dieses Ungarnbild immer weiter vorantreiben. Und das ist es, was ich eingangs meinte, als ich sagte, als ich begann, mich über Ungarn zu informieren, sah ich oder erlebte ich vieles Schrifttum wie in die Länge gezogene Leitartikel. Es gibt eine feste Überzeugung und die wird mit passend zusammengesuchten Fakten untersetzt. Und ehrlich gesagt, ich bin ja von Natur aus irgendwo auch ein subversiver Intellektueller. Hier hat mich dann auch meine Lust an intellektuelle Subversion gepackt. Und deswegen habe ich diesem Narrativ, das ich auch in meinem Buch ausführlich dargestellt habe, versucht, ein anderes Narrativ, nämlich das der Orbán-Anhänger, entgegenzusetzen, sodass endlich einmal der Leser die Chance hat, beide Narrative gegeneinander zu halten und anschließend sich eine eigene Meinung zu bilden. Wenn man Ihnen den Auftrag gäbe der Europäischen Union, Herr Professor Patzelt, Sie haben jetzt ein Buch geschrieben, Sie sind Professor gewesen für Systemvergleich. Sie können also ein politisches System eines Landes mit dem eines anderen Landes vergleichen. Schreiben Sie zuhanden der EU-Kommission ein Gutachten. Ist Ungarn auf dem Weg zur Diktatur, ja oder nein? Wie würde Ihr Fazit lauten? Nein, das Executive Summary würde sagen, das ist eine falsche Wahrnehmung. Sie beruht auf den folgenden Eindrücken, die aus folgenden Gründen unrichtig sind. Jetzt ist ja ein Argument, das immer wieder gebracht wird gegen Ungarn, gegen Viktor Orban, ist ein Argument, dass er ironischerweise selber seinen Gegnern in die Hand gespielt hat mit dem ominösen Begriff der illiberalen Demokratie. Das ist ja zu einer stehenden Wendung geworden, wird auch heute immer wieder in den Zeitungen aufgebracht und man nimmt dann diese illiberale Demokratie, ohne eigentlich zu erklären, was es ursprünglich heißt. Das wird dann sozusagen als Gütesiegel der Verdammnis, wird das hier angehängt.
Und ja, seht her, der Viktor Orban hat es ja selber gesagt, dass er auf dem Weg in die illiberale, also in die unfreiheitliche, quasi simultan übersetzt, in die unfreiheitliche Demokratie, sprich in die Pseudodemokratie, sprich in die Demokratur, sprich in die Diktatur sich befindet. Sie haben diesen Begriff erforscht, Sie haben auch die Schriften und die Reden untersucht, in denen Viktor Orban diesen Begriff entwickelt hat. Was heißt eigentlich illiberale Demokratie? Was wollte er mit dem zum Ausdruck bringen? Schicken wir zwei Dinge voraus, um zu erklären, wie es zu dieser kommunikativen Katastrophe kam. Das eine ist, in der westlichen Politikwissenschaft, in der vergleichenden Demokratieforschung, gibt es den Begriff der illiberalen Demokratie. Das ist eine sozusagen Verfallsform von Demokratie, wo sozusagen äußeres Gepränge noch da ist, aber der Geist und die Praxen der Demokratie ausgebaut sind, um es ganz kurz zu sagen. Diesen Begriff gibt es in der vergleichenden politikwissenschaftlichen Systemanalyse. Und nachdem nun gesagt wird, Viktor Orban hat ja sein politisches Ziel ja selbst als eine solche ins Autoritäre abgleitende Demokratie bezeichnet, was braucht es weitere Zeugen, steht in der Bibel zu solchen Fragen dazu. Das ist doch ganz klar, er selbst ist der Grundzeuge dafür, dass er ein Diktator im Werden oder ein schon gewordener Diktator ist. Das Zweite, was man vorausschicken muss, ist, dass Viktor Orban ja in der berühmten Rede, die er auf dem Fidesz-Fest in Siebenbürgen in Tuschnad-Fürde damals gehalten hat, ja gar nicht von illiberaler Demokratie sprach. Er führte den Begriff des illiberalen Staates ein. Und er verwendete folgende Argumentation, die vielen einleuchten könnte, wenn sie sie denn kennen würden. Er sagte, der Leitgedanke des Liberalismus ist, dass der Staat sich weitgehend zurücknimmt, die Gesellschaft sich selbst überlässt und dass dort eben die Tüchtigeren gegen die weniger Tüchtigeren, die Stärkeren sich gegen die Schwächeren durchsetzen. Eine solche Gesellschaft, in der sozusagen das Faustrecht regiert und niemand sich daran macht, den Schwächeren Schutz dadurch zu bieten, dass er den Stärkeren Grenzen setzt. Ein solcher Staat ist nicht das, was wir in Ungarn haben sollten. Er schlüge deswegen vor, von einem illiberalen Staat zu sprechen, der nicht Liberalismus als Faustrecht des Stärkeren, als Ellenbogengesellschaft akzeptiert, sondern die Vision hat, dass der Staat für die Schwächeren da zu sein hat und die Stärkeren im Zaum zu halten hat. Das war natürlich auch bezogen auf die Zeit der 8 Jahre sozialistischer Herrschaft, in der eine flächendeckende Internationalisierung der ungarischen Wirtschaft stattgefunden hatte und Ungarn von ausländischem Kapital hochgradig abhängig gewesen ist. Also er meinte genau jenen Staat, der von unseren westlichen Liberalismuskritikern immer verlangt wird, dass wir keinen Manchester-Liberalismus haben sollen, sondern einen fürsorglichen Staat. Aber das hat er zwar ausgeführt, aber in einer Sprache, die die wenigsten verstehen und zugleich mit einem Anklang an einen in der vergleichenden Politikwissenschaft eingeführten Begriff. Und was ist denn schon der Unterschied zwischen einem Staat und einer Demokratie? Das können wir gerne alles gleichsetzen. Hauptsache, wir haben ein Argument gegen die urbanistische Politik. So meine ich, muss man das Ganze kontextualisieren, dann versteht man sowohl das Gemeinte wie auch das, was daraus aus verständlichen Gründen gemacht worden ist. Ich als Orban-Gegner würde mir natürlich so eine Vorlage nicht entgehen lassen. Und auch Orban selbst ist Mittelstürmer genug, um solche Vorlagen zielsicher ins gegnerische Tor zu verwandeln. Infolgedessen sieht er inzwischen längst ein, dass das ein kommunikativer Fehler war. Er versucht es dann später mit Begriffen wie christliche Demokratie, aber das funktioniert in einer westlich entchristlichen Gesellschaft natürlich auch nicht. Also er ist sozusagen Opfer seines eigenen nach hinten losgehenden Schusses geworden. Wenn ich Ihr Buch lese, würde ich seine politische Philosophie zusammenfassen. Orban ist ein liberal-konservativer Politiker. Sind Sie da einverstanden? Ich bin Liberal in dem Sinn, weil er die Marktwirtschaft zulässt, aber nicht die grenzenlose und sagen wir mal den Ausverkauf der Heimat im Sinne, den Ausverkauf wichtiger auch nationaler Industrien oder wichtiger Branchen und Segmente, die man nicht gleich in ausländische Hände geben möchte, Großfinanz etc., irgendwelche internationalen Riesenkonzerne, ein liberal-konservativer Politiker. ein Liberalkonservativer, der sich nicht scheut, sich als Vertreter seiner Nation, ihrer Geschichte, ihrer Kultur
zu verstehen und der sich auch nicht schämt, den Wert des Christentums zu betonen. Viele Ungarn, die ich kenne, auch in der Schweiz, ehemalige Flüchtlinge von 1956, haben ein sehr positives Bild von Viktor Orban. Aber es gibt auch einige Kritik. Und die Kritiker sprechen etwas an, was sie auch in ihrem Buch zum Thema machen. Und zwar dieses Phänomen eines, ich nenne es mal, Personenverbandsstaats, eines neofeudalistischen Staats, also wo man Beziehungen schafft, Clans, geneigte Personen, die man auch in wichtige Funktionen hineinbringt, denen man auch wirtschaftlich Positionen zuspielt, die es ihnen erlaubt, große Reichtümer anzuhäufen. Nennen wir es eine Oligarchisierung der Orbanschen Demokratie, des Orbanschen Staates, so als ob er wie ein König, wie ein Matthias Corvinus, wie ein Staatsverweser sozusagen seine eigenen Lehnsherren und Offiziere ausstattet, auch mit Pfründen, mit Lehen, mit Gütern und so weiter. Und das ist ja eine problematische Entwicklung, wenn Sie diesen Filz sozusagen in einem Staat ausbilden. Wie lautet da Ihr Befund? Wie gefährdet ist da Viktor Orban, beziehungsweise inwiefern betreibt er da doch eine verfilzte Klientelpolitik der Begünstigung ihm politisch naheliegender Menschen und damit natürlich missachtet er dann auch das Mandat des Staates, weil dazu ist ja nicht ein Staat da, eine bestimmte Personengruppe mit Privilegien auszustatten. Da wird man das Argument in 3 bis 4 Schritten entwickeln müssen. Der erste Schritt besteht im Verweis darauf, dass tatsächlich ein persönlicher Freundeskreis, eine persönliche Clique 2010 in Ungarn die Macht übernommen hat. Alle führenden Politiker, alle, die in führende Stellungen 2010 kamen, kannten einander aus gemeinsamen Studententagen, in der Regel aus dem gleichen Studienkolleg, waren eng miteinander verbunden, auch durch die 8-jährige Sozialistenzeit, waren davor schon in der ersten Orban-Regierung beieinander und wollten einfach das Scheitern von damals nicht noch einmal sehen. Im Kern ist es eine Gruppe von gleichgesinnten Kämpfern, ist es eine Fußballmannschaft, die im nationalen Wettbewerb tatsächlich sich durchsetzen wollte und sich jetzt ihres Sieges erfreut. Der zweite Schritt im Argument lautet, dass ja das Personenverbandstaatliche nicht nur zu kommunistischen Zeiten eine wichtige Rolle spielte, sondern gerade in der Übergangszeit vom Kommunismus zum neuen System. Viele alte Funktionsträger, die in staatlichen Unternehmen wichtige Rollen bekleideten, haben dann im Weg sozusagen der privaten der spontanen Privatisierungen Staatseigentum leicht in persönliches Eigentum verwandelt oder haben ausländischen Firmen die Übernahme maroder Staatskonzerne erleichtert und sich selber im Gegenzug mit Geschäftsführer, Anteilseigner, Posten und so weiter versehen lassen. Das ganze sozialistische Herrschaftsgefüge zur Zeit seines Vorgängers Gyurcsány und seiner kurzfristigen Nachfolger beruhte genau auf dem, sodass die Analyse der politischen Truppe um Orbán war, wir müssen diesem Personengeflecht ein eigenes Personengeflecht entgegenstellen. Wir müssen deren Strukturen sozusagen kaltstellen, wo wir sie nicht auflösen können, und wir müssen starke eigene Strukturen haben. Wir brauchen sozusagen jene Gegenmacht, die sich der deutsche König Otto durch das Belehnen von Verwandten mit wichtigen Bischofssitzen und so weiter verschaffte. Die Reichskirche, die Ottonen damals schufen, die hat sich sozusagen Orban mit dem nach der Wahlniederlage von 2002 veränderten Fidesz geschaffen. Der dritte Schritt im Argument lautet, dass eines der Ziele der Orban-Regierung war, Ungarn von ausländischen Kapitalgebern weniger abhängig zu machen. Wenn ich mir nicht im Ausland Geld leihen will, muss ich mir im Inland Geld leihen. Damit ich mir im Inland Geld leihen kann, brauche ich reiche Ungarn. Reiche Ungarn fallen nicht vom Himmel. Reich waren bis dahin im Wesentlichen die Sozialisten mit ihren spontanen Privatisierungen und was dazugehört. Folglich war der Leitgedanke der, wir bauen eine reiche ungarische Unternehmerschaft auf. Und da kann man natürlich mit politischen Mitteln Konkurrenten auf die Seite schieben, die eigenen Leute begünstigen. Und genauso geschah es. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass unglaublich viele Leute im politischen Umfeld von Viktor Orban unglaublich mächtig wurden. Wurden sie zu mächtig wie ein Medienmogul namens Simicska, dann hat man sich von ihm getrennt. Aber
die Förderung der eigenen Leute, einer eigenen loyal ergebenen Schicht von reichen Ungarn, ist, wie es sogar ein der Fidesz-Partei nahestehender Politikwissenschaftler in Ungarn einmal sagte, sozusagen der höchste Inbegriff von Fidesz-Politik. Und da ist die Kritik nicht verkehrt. Und hier ist einzuschließen all das, was im Umgang mit EU-Mitteln geschehen ist und weiterhin geschieht. Der Leitgedanke der Regierung ist der, wenn wir EU-Mittel bekommen, ja, dann müssen wir darauf achten, dass das Geld nicht für österreichische, deutsche oder sonstige Unternehmen ausgegeben wird, sondern im Lande bleibt. Das heißt, wir brauchen eigene ungarische Unternehmer, an denen wir die Aufträge vergeben. Wollen wir die den sozialistischen Freunden zuschanzen? Nein. Infolgedessen sollen die Gelder in unserem Bereich bleiben. Und das ist genau das, was den Tatbestand der Korruption eben auch ausmacht. Ob das nun mit Selbstbereicherung oder systemischen Kriterien zu tun hat, es ist genau das, was man unter Korruption versteht. Und an dieser Stelle gerät natürlich dann die Legitimität des Systems genauso in Wankern wie die in Bayern bekannte Korruptivität des Umfeldes von Franz Josef Strauß, um mich etwas vorsichtig auszudrücken, auch bei vielen Leuten abgrundtiefen Hass auf die CSU genährt hat. Infolgedessen muss die ungarische Regierung schon aufpassen, dass nachdem nun der Aufbau einer reichen ungarischen Schicht gelungen ist, die mit Fidesz befreundet ist, dass man jetzt allmählich begreift, man ist am Ende der Fahnenstange und muss für solide, ehrliche, jederzeit verteidigbare Verhältnisse sorgen. Um den Eindruck eines möglichen Moralismus hier gleich im Ansatz einzuschränken, nicht, dass da die Westler Nase rümpfend über die korrupten Östler zu Gericht sitzen, möchte ich einfügen, dass in der Schweiz, ich glaube in allen Ländern, dieses Phänomen zu beobachten ist, dass bestimmte politische Kreise die ihnen nahestehenden Leute auch in der Wirtschaft fördern, dass hier eine Wechselstellung, Wechselbeziehung passiert. Wir haben in der Schweiz auch solche Fälle gehabt, zum Beispiel die Swissair, unsere nationale Airline, die ist sozusagen als Altersheim verdienter FDP-Politiker für den Aufsichtsrat benutzt worden, bis an den Punkt, wo am Schluss die Leute nur noch nach ihrer politischen Linientreue dorthin gesetzt wurden und am Schluss niemand mehr etwas vom Airline-Geschäft verstanden hat, mit dem Resultat, dass die Firma untergegangen ist. Also ein Filz kann ja auch ein gesunder Filz sein, im Sinne, wenn es ein Filz auf der Grundlage von Leistung und Meritokratie ist und einer gewissen Seelenverwandtschaft, das ist ja noch nicht gefährlich. Ungesund wird es dann, wenn es zu einer rein politisch motivierten Gesinnungsklüngelwirtschaft ist. Wie groß ist für Sie dieser Klüngelwirtschaftsfaktor in Ungarn bereits fortgeschritten auf einer Skala von 1 bis 10, wenn wir sagen 10, das ist also, das ist Korallenriff, das ist der Untergang und 1 wäre dann sozusagen, dass im Rahmen des menschlichen Beziehungsgeflechts durchaus noch akzeptable. Wo würden Sie das ansiedeln? Ich würde sagen 5 plus x und in Bezug auf x bin ich mir nicht so richtig klar. Lassen Sie mich aber sarkastisch anführen, dass, was Sie beschrieben haben, natürlich völlig richtig ist und für sämtliche Staaten der Welt zutrifft, mit Ausnahme von Deutschland. In Deutschland gibt es derlei überhaupt nicht. Und deswegen sind wir Deutschen in jeder Hinsicht gerechtfertigt darin, die Ungarn zu kritisieren, weil sie sich fast so schlimm verhalten oder schlimmer noch als zu früheren Zeiten der Umgang der italienischen Demokratia Christiana mit Mafia, Ndrangheta und Camorra. Ja, ich wollte das in keiner Sekunde hier einen Zweifel an der blütenreinen Moralität Deutschlands erwecken, auf keinen Fall. Selbstverständlich sind die Deutschen die gründlichsten, die anständigsten, die moralischsten, die besten und überhaupt. Wir blicken in dämonischer Gebanntheit in den Norden. Was auch ein Punkt ist, den wir noch ansprechen müssen, weil das auch ein Argument ist, das immer wieder gegen Orbán in Anschlag gebracht wird. Sie haben es auch schon angeschnitten, ja, Orbán, er zäuselt etwas mit dem Antisemitismus. Diese Kampagne gegen George Soros, wie das da personifiziert wird, sozusagen der Dr. Mabuse der internationalen Weltverschwörung, der da aus dem Hintergrund die Fäden zieht und dieser personifizierte Kampf gegen Soros, der ja ironischerweise dem Viktor Orbán noch ein Oxford-Studium bezahlt hat. Wie ist das einzuschätzen? Wie sehen Sie diese Kampfzone? Also einesteils gibt es schon auch eine starke Tradition des ungarischen Antisemitismus. Bei der Vernichtung des ungarischen Judentums haben wir ganz wesentlich Ungarn eine sehr große Rolle als willige Helfer der SS und der deutschen Besatzungstruppen gespielt. Das gibt es schon.
anderen Teil, und das färbt dann ab auf Kampagnen. Ich meine, als dann die Kampagne gegen Soros war, gab es natürlich typische judenkritische oder judenkarikierende Darstellungen. Das ist alles schon der Fall. Man muss aber auch noch mehr, glaube ich, auf die Taten der Regierung blicken. In Ungarn gibt es nicht nur ein extrem beeindruckendes Museum für die Shoah und eine Aufarbeitung des ungarischen Antisemitismus in diesem Museum. Es gibt dort auch die größte jüdische Gemeinschaft in ganz Osteuropa. Nach Frankreich, glaube ich, sogar in ganz Europa. In Ungarn erlebt man es nicht, dass Juden ihre Kippa abnehmen, weil sie Angst haben, auf der Straße angepöbelt zu werden. Ganz im Gegenteil, es gibt ein blühendes, intellektuelles, jüdisches Leben. Nun ist es freilich so, dass jüdische Intellektuelle in der Regel liberal und nicht rechts, sondern links sind. Infolgedessen kommt diese für jüdische Ungarn sehr positive Entwicklung in der Wahrnehmung oder sagen wir so, in der Darstellung Ungarns und der Politik der ungarischen Regierung, wie mir scheint, nicht angemessen zum Ausdruck. Und was Soros betrifft, ist es tatsächlich so, dass seine Open Society Foundations sich klar gegen vieles von dem stellen, was die Fidesz-Regierung für richtig hält. Nämlich Internationalismus ist wichtiger als sozusagen nationale Selbstbehauptung. Wirtschaftlicher Liberalismus ist wichtiger als die Erfüllung sozialstaatlicher Pflichten einer Regierung und so weiter. Das gibt in vielen Bereichen extreme Zerwürfnisse. Und die Soros Foundations, die haben ja in ganz Osteuropa, in ganz Ostmitteleuropa eine sehr wichtige Rolle beim Finanzieren der Zivilgesellschaft gespielt und tun es immer noch. Wie groß diese Rolle ist, wird man sehen, jetzt, wo der Sohn des Gründers die Finanzierung der Zivilgesellschaft zurückfahren will. Da werden wir sehen, wie viel davon sozusagen beeinträchtigt wird, nicht mehr so aktiv sein kann wie früher. Und gegen diese sozusagen geballte Macht zivilgesellschaftlicher Organisationen, die international die Rolle der in Ungarn selbst relativ unbeträchtlichen Opposition vergrößern und vergrößern, dagegen verwahrt sich die ungarische Regierung stets. Aber es ist nicht sozusagen aus Antisemitismus, aus dem man als Orbán-Regierung gegen die Open Society Foundation steht, sondern aus grundsätzlichen Überlegungen. Und wäre Soros ein Teutone, seit 900 Jahren arisch, Oder würde ein doch, Schweizer. oder gar ein Schweizer, was ja sozusagen der Gipfelpunkt an politischer Unbeflecktheit ist, dann wäre die Kritik der Orbán-Regierung an dieser schweizerischen weltweit tätigen Stiftung oder an dieser deutschen weltweit tätigen Stiftung scheint mir um keinen Deut anders, als sie ist, bloß weil Soros jüdischer Abkunft ist. Also nicht rassistische Motive, sondern letztlich eine politische Auseinandersetzung um unterschiedliche Inhalte. Was würden Sie sagen, ist die größte Leistung von Viktor Orban, wenn man das Revue passieren lässt? Wir haben über die Wirtschaft noch nicht gesprochen. Wir haben die Verfassung angetönt. Wir haben sozusagen diesen ganzen Aufbruch aus dieser postkommunistischen Misere, Finanzkrise, all diese Dinge, wirtschaftlicher Niedergang, Massenarbeitslosigkeit haben ja die Ungarn hinter sich gehabt. Zur Erinnerung, in der Finanzkrise waren die Ungarn fast noch schlimmer dran als die Griechen wirtschaftlich, also ganz am Boden. Was ist Ihrer Meinung nach die größte Leistung von Viktor Orban? In historischer Perspektive ist es wohl die Überwindung von Trianon. Das ist einesteils die fraglose Anerkennung sämtlicher Tatsachen, die der Friedensvertrag von Trianon geschaffen hat, aber gleichzeitig mit der Möglichkeit für alle Auslandsungarn die ungarische Staatsbürgerschaft zu erwerben und den Ungarn zu wählen, auch wenn sie rumänische, ukrainische, slowakische, tschechische oder sonstige Staatsangehörige sind. Das hat Ungarn in einer Weise wiedervereint, von der sich deutsche keine Vorstellungen machen und Schweizer schon gleich überhaupt nicht. Und in einer kürzeren historischen Perspektive ist ein großes Verdienst die Stabilisierung des ungarischen Staatswesens. Es ist tatsächlich die Revision oder die Ersetzung der mühsam geflickten kommunistischen Verfassung durch ein bestandsfähiges Verfassungswerk. Und es ist der Aufbau von staatlichen Institutionen, die bei einigen Startschwierigkeiten und Ungehobeltheiten allmählich anfangen, einen stetigen Kurs des ungarischen Staatsschiffes zu gewährleisten. Und mit dieser politischen Stetigkeit, wo nicht sozusagen alle paar Jahre alles in Frage gestellt wird,
scheint Ungarn seine Zukunftsaufgaben relativ gut meistern zu können. Zu denen gehört die militärische Stärkung, wo die ungarische Regierung unglaublich viel Geld in die Hand nimmt, um ihre Streitkräfte auf NATO-Niveau wirklich stark einsatzfähig zu machen, wohlgemerkt mit Deutschland als dem größten Rüstungspartner von Ungarn. Und auch im Bereich der Wirtschaftsentwicklung, wo aber gerade der russische Krieg gegen die Ukraine durch die stark gestiegenen Energiepreise und durch die Lieferprobleme, die aufgetreten sind, und Ungarn ist von russischer Energie voll und ganz abhängig, die ungarische Wirtschaft, den ungarischen Wirtschaftsmotor sehr stark in Stottern gebracht hat. Orbán-Gegner sagen, das liegt im Wesentlichen an Orbáns grundsätzlich falscher Wirtschaftspolitik. Orbán-Leute sagen, das liegt an dem unseligen Krieg, der deswegen möglichst bald beendet werden sollte. Und wahrscheinlich liegt die Wahrheit, wie so oft, irgendwo in der Mitte. Orbán und Putin, was ist dazu zu sagen? Orbán rechnet nicht damit, dass Putin in kurzer Zeit seine Macht verliert. Folglich muss man mit Putin als Machtfaktor weiter rechnen. Mit Russland als Machtfaktor muss man ohnehin weiter rechnen. Ungarn wird auch nach einer Niederlage gegen die Ukraine nicht verschwinden. Es wird vielmehr auch Revanche und Rachegelüste haben. Und weil Ungarn ein sehr kleines Land ist, deswegen will man es sich mit dem russischen Bären möglichst nicht verderben. Und deswegen dringt man auf eine möglichst baldige Beendigung des Krieges, nicht bedenkend, dass Freiheitswillen nicht nur eine ungarische Eigentümlichkeit ist, sondern auch eine ukrainische und polnische Eigentümlichkeit, sodass der Kampf gewiss nicht so leichtfertig aufgegeben wird wie in Vietnam oder in Korea, die westlich unterstützten Truppen sich auf eine Demarkationslinie, die dann jahrzehntelang anhielt, eingelassen haben. Das werden die Ukrainer wahrscheinlich nicht tun, denn Ungarn wäre es lieb, denn dann wäre der Krieg vorbei und vieles könnte so kommod werden wie vor dem Krieg. Gegenüber der Europäischen Union hat sich ja das Klima irgendwie vergiftet. Für Brüssel ist Ungarn mittlerweile fast schon eine Art Schurkenstaat, obwohl Orbán ja ursprünglich aus der europäischen Bewegung kommt, ein Zögling gewissermaßen auch von Helmut Kohl damals, vom deutschen Kanzler, Europa begeistert. Ich habe auch schon diverse Interviews mit Orbán gemacht, in denen er seine pro-europäische, also pro-EU-Haltung zum Ausdruck gebracht hat. Aber ja, was sagen Sie dazu? Welches Europa schwebt einem Viktor Orbán vor? Möchte er die EU in der heutigen Form zertrümmern? Möchte er einfach den Pfeifer und das Weckli, wie wir in der Schweiz sagen, alle Kohle aus Brüssel, aber dann natürlich die Gesetze nur nach Gusto und à la carte? Was ist die Vision der Europäischen Union von Viktor Orbán, der ja sehr ein prononcierter Kommentator der EU ist? Der Leitgedanke der ungarischen europapolitischen Position ist der: Europa soll sein eine Zone gemeinsamen Wohlstands, eine Zone gemeinsamen Friedens und eine Zone von Demokratie, bei der die europäischen Staatsvölker wirklich die Möglichkeit haben, ihre Regierungen zur Rechenschaft zu ziehen. Und das heißt, es muss so sein, dass den Grundsätzen des Subsidiaritätsprinzips Folge geleistet wird. Was immer in einem europäischen Staat selbst entschieden werden kann und sachgerecht doch entschieden wird, etwa welche Formen der Ehe man haben will, das soll in den europäischen Nationalstaaten entschieden werden. Und die europäische Ebene soll nur Dinge erledigen, die nur auf der europäischen Ebene gut gemacht werden können, wie etwa eine gemeinsame Wirtschaftszone oder ein gemeinsamer Raum der Sicherheit. Und was Ungarn an der Europäischen Union kritisiert, ist das Verlangen danach, aus den Nationalstaaten, die die Europäische Union geschaffen hat, Mitgliedstaaten zu machen, die so viele Rechte haben wie die Mitglieder in einem Club, wo die Clubführung darüber entscheidet, wie die Mitglieder sich zu verhalten haben. Die Clubführung, das sind die Deutschen, das sind die Franzosen und eine oder andere mehr. Aus deutscher Sicht ist es natürlich gut, wenn in diesem europäischen Club die Clubführung entscheidet, was gut ist. Denn dann entscheiden wir Deutsche und wie Sie es vorher schon zu Recht sagten, niemand auf der Welt weiß um das Gute und Richtige besser Bescheid als die Deutschen. Und deswegen sollten auch wir die EU ungestört führen können. Das sehen aber andere anders. Und deswegen der große Konflikt. Denn auch die Europäische Kommission sieht sich in der Versuchung, ja, nach gerade in der Verantwortung, möglichst viel auf europäischer Ebene zu regeln und widerspenstige Mitgliedstaaten zu bestrafen.
Und weil in Ungarn an dieser Stelle aus systematischen Gründen widerspenstig ist, also auf dem Subsidiaritätsprinzip beharrt, auf der Ausnahmeartigkeit von Mehrheitsentscheidungen im Ministerrat der Europäischen Union, was ich jetzt gleich korrigieren will, weil die meisten Entscheidungen werden mit Mehrheit getroffen, nur ganz wenige sind es, bei denen es Vetomöglichkeiten der Mitgliedstaaten gibt, weil das alles sowohl den Interessen der Europäischen Kommission zuwiderläuft, wie insbesondere deutschen Interessen. Deswegen haben wir diesen großen Knatsch zwischen Ungarn und der Europäischen Union und deswegen haben wir Deutschland an der Spitze derer, die diesen sozusagen üblen Staat zu erziehen und, wenn er sich nicht beugt, zu bestrafen wünschen. Was glauben Sie? Wir haben ja schon gesehen, dass die Europäische Union allzu widerspenstige Regierungschefs durch kollektiven Druck oder Verweigerung von Mitteln aus dem Amt kegeln kann. Ein berühmtes Beispiel, Silvio Berlusconi, auch ein Antiheld des Medien-Mainstreams, kann man sagen, ist im Grunde durch einen Entscheid von Nicolas Sarkozy und damals Angela Merkel mehr oder weniger aus dem Amt geschoben worden. Da hat es dann eine neue Situation gegeben. In Ungarn habe ich am Wochenende Stimmen gehört aus den Ministerien Orbáns, die rechnen auch damit. Die sagen, die EU, die werden auf uns noch viel mehr losgehen, weil ihnen passt einfach der Viktor Orbán nicht. Der verkörpert das Gegenteil dieser westeuropäischen Ideologie des Woke, dass die Nation auf den Abfallhaufen gehört, das Christliche wird da schon als etwas übelriechend taxiert und man möchte sich davon distanzieren. Also kurzum, wir Ungarn, wir sind sozusagen das Gegenteil jenes Europa, das da die Eurokraten in ihren Glaspalästen in Brüssel sich zurechtgelegt haben. Und deshalb werden diese Eurokraten versuchen, Orbán richtiggehend die Hölle heiß zu machen. Glauben Sie, dass diese ungarische Befürchtung, diese präventive Angst berechtigt ist oder ist das völlig überzogen? Ich glaube, dass diese ungarischen Befürchtungen vieles von dem durchaus treffen, was in Europa, was in Brüssel gewünscht wird, nämlich, dass man undankbare Regierungen bestraft und zum Einlenken zwingt. Systematisch betrachtet wird man Folgendes sagen müssen. Es ist schon richtig, dass die Europäische Union darauf achtet, dass sich ihre Mitgliedstaaten nicht von Demokratien zu Diktaturen zurückentwickeln. Denn etliche Mitgliedstaaten waren ja vor 20, 30, 40 Jahren noch Diktaturen und Demokratie ist eine Errungenschaft, die bewahrt zu werden verdient. Und das ist tatsächlich auch eine der Vorbedingungen dafür, dass Europa, die Europäische Union, sich als Prosperitäts- und Friedenszone beweisen und aufrechterhalten kann. Das heißt, der Leitgedanke ist nicht verkehrt. Aber das Problem ist, wenn aus dem Leitgedanken die Vorstellung wird, es gibt eine Gruppe von europäischen Staaten, die genau weiß, was richtig ist, die ausschließlich und allein definieren darf, was europäische Werte sind. Und dazu gehört dann eben nationale Selbstständigkeit, gehört das Christentum und so weiter eben nicht mehr. Und wenn dann diese Mehrheit oder diese Gruppe von europäischen Staaten ihren Willen über den Machtapparat der Europäischen Union den anderen Staaten aufzwingen will. Das ist einesteils normativ verkehrt, weil die Demokratie, die in Europa wirklich funktioniert, ist die Demokratie in den Nationalstaaten. Auch dort funktioniert sie nicht immer so gut, wie man sich das wünscht. Aber immerhin, dort wissen wir, wie man sie organisieren kann. Von Demokratie auf EU-Ebene zu sprechen, das ist ein delikates Geschäft. Und dann müsste man gleich fragen, wie schaut es denn aus mit der Verantwortlichkeit von EU-Entscheidungsträgern vor einem ohnehin nicht existierenden europäischen Volk? Das heißt, wenn man europäische Demokratie will, muss man Demokratie in den Nationalstaaten wollen. Und da haben die Nationalstaaten jedes Recht, sich die Demokratie in der weiten Spielwiese, die demokratische Staatsformen nun einmal vorfinden und benutzen können, so einzurichten, wie es dem eigenen Land entspricht. Und zum anderen muss man bedenken, dass wir schon einen europäischen Mitgliedstaat aus der Europäischen Union vertrieben haben, nämlich das Vereinigte Königreich, was wie vielen scheint die Europäische Union nicht gestärkt, sondern geschwächt hat. Und wir sollten uns hüten, weitere Staaten aus der Europäischen Union zu vertreiben. Und im Übrigen,
Wir wollen die Westbalkanstaaten allmählich in die Europäische Union aufnehmen, auch aus geopolitischen Gründen. Wir haben der Ukraine Angebote gemacht, dass wir sie, wenn dieser entsetzliche Krieg irgendwann vorbei sein sollte, an Europa heran und in die Europäische Union hineinholen. Ja, wie man dann Westdeutsche oder gar Schweizer vorstellen, die aber an dieser Stelle irrelevant sind, weil die Schweizer nicht zur Europäischen Union gehört, wie man dann die allzeit richtigen westdeutschen Vorstellungen in der Ukraine durchsetzt und ob man da nicht die ukrainische Regierung irgendwann bestrafen oder dann zum Austritt bewegen muss, weil sie europäischen Vorgaben nicht gerecht wird. Das sind dann eben die Debatten, auf die man sich einlassen muss, wenn man auf Ungarn einschlägt, ohne zu wissen, dass man damit eines der am meisten europafreundlichen und im Übrigen auch das einzige wirklich deutschfreundliche Land in Osteuropa trifft. Biegen wir auf die Schlusskurve ein des sehr interessanten Gesprächs. Sie erwähnen in Ihrem Buch, dass die bürgerlichen Parteien in Deutschland, CDU, CSU, zu Orbán auf Distanz gegangen seien. Und in Deutschland herrschen ja auch sehr negative Bilder über den ungarischen Regierungschef vor und offensichtlich auch in dieser bürgerlichen Parteienfamilie, wo ein Helmut Kohl eine große Rolle gespielt hat, der ja ein richtiger Förderer von Orbán war. Was steckt da dahinter? Warum gehen die CDU und auch die CSU auf Distanz zu einem Viktor Orbán? Es gibt bedeutende CSU-Politiker in Brüssel, ein Manfred Weber zum Beispiel, der immer wieder sehr lauthals, wenn ich mich richtig erinnere, auch Orbán aufgefordert hat, die entsprechende Parteigruppierung zu verlassen im Europaparlament und so weiter. Ja, wie ist das einzuschätzen? Warum ist Orbán gerade in Deutschland selbst für Bürgerliche eine derartige Reizfigur? Im Wesentlichen hat das innenpolitische Gründe. Und der zentrale innenpolitische Grund ist der, dass die CDU unter der langen Führerschaft von Angela Merkel beschlossen hat, eine Partei der politischen Mitte und nur der politischen Mitte zu werden und ihre politische Zukunft in Bündnissen mit den Grünen zu sehen. Die Grünen als die neue bürgerliche akademische Mitte, das ist es, wo die großen Wählerschichten sind. Da muss sich die CDU anschlussfähig machen. Nun steht aber Viktor Orbán gegen so gut wie alles, wofür die Grünen stehen, abgesehen von Umweltschutz. Aber er steht für Nutzung der Atomkraft, er steht für traditionelle Familie, er steht für Christentum, er steht für einen Staat, der sich um die Schwächeren kümmert und nicht einfach sozusagen verwöhnten Wohlstandskindern Freiraum schafft, um alle ihre Träumereien, auch wenn es wirklich nur Träumereien sind, zu erfüllen. Und eine CDU, die sich auf ein Bündnis mit Grünen und ihren politischen Inhalten einlässt, bekommt es überhaupt nicht gut, wenn sie sozusagen mit Orbáns Politik infiziert oder toxisch wahrgenommen wird, wenn sie als unter dem Eindruck einer abzulehnenden politischen Macht erscheint. Und in diesem Drang, sich an die Grünen politisch, ich hätte fast gesagt, heranzumachen, musste man eben manches sozusagen zum Opfer bringen. Und das war die traditionelle Freundschaft mit Ungarn. Und weil eben auch Viktor Orbán ein sehr begabter Politiker ist, mit auch strategischen und taktischen Fähigkeiten und von seinem Habitus her ein Fußballspieler vom Typ Mittelstürmer, der sich um jeden Preis durchsetzen will, hat Orbán oft der Versuchung nicht widerstanden, bei Fouls einen Revanchefoul zu machen. Und er drückt sich ungeschminkt aus, also nicht so, wie man sich verklausuliert in Deutschland auszudrücken hat, damit die Fettnäpfchen, die schon bereitgestellt worden sind, dann mit einer grazilen Bewegung doch noch umgangen werden. Also für deutsche Verhältnisse traten dann in viele Fettnäpfchen, auch jene, die gar nicht für ihn da waren, wie die sozusagen die illiberale Demokratie, die er aufrichten will. Und folglich galt dann eben, und ich sage es zum dritten Mal, rette sich, wer kann. Und nachdem Manfred Weber um jeden Preis Präsident der Kommission werden wollte, musste er sich von all denen, die ihn dann nicht unterstützt hätten, wenn er weiterhin Fidesz die Stange gehalten hätte, natürlich trennen. So wird man verstehen, worum es geht. Und viele CDU-Leute in Deutschland sagen auch, persönlich haben sie gar kein Problem mit Fidesz und mit Orbán. Aber das öffentlich zu sagen, könnten sie sich nicht leisten. Und mit führenden Fidesz-Politikern gar auf einem Bild zu erscheinen,
Das wäre nun eine Art politischer Todeskuss und den sich verpassen zu lassen, seien sie nicht gesinnt. Also die Zerwürfnisse zwischen den bürgerlichen Parteien Deutschlands und Fidesz sind im Wesentlichen auf deutsche Befindlichkeiten und nicht auf Fidesz zurückzuführen. Wagen wir noch einen kühnen Gedanken. In Ihrem Buch beschreiben Sie den Aufstieg eben der Orbán-Partei, der Fidesz-Partei, dass eben Orbán schlau erkannt habe, dass die sich nach links wendenden Liberalen auf einem Weg in den Abgrund sich befinden und dass es eigentlich darum gehe, sozusagen rechts der Mitte im konservativen Bereich die Wähler anzusprechen. Und mit dieser Strategie ist Viktor Orbán sehr erfolgreich gewesen in Ungarn und er schafft es ja auch, über die ungarischen Grenzen hinaus ein Politiker zu sein, mit dem man sich auseinandersetzt. Ich meine, wir unterhalten uns jetzt schon eine Stunde über Viktor Orbán mit ungebrochener Intensität. Und jetzt könnte man ja auf Deutschland umgelegt folgende Überlegung machen und sagen, ja, wenn im Ancien Regime von Deutschland, in diesem Parteienkartell, das da seit vielen Jahrzehnten den Ton angibt, leicht erweitert durch die Grünen in den 80er Jahren, wenn jetzt dieses Parteienkartell, wenn dort die Bürgerlichen, die CDU, CSU, auch die FDP, wo ja der Vorsitzende Lindner schon gesagt hat, dass im Zweifelsfall würde er dann lieber mit den Grünen und mit der Linkspartei zusammengehen als mit der AfD. Wenn jetzt also die AfD sozusagen den Orbánschen Fidesz-Weg gehen würde und sozusagen als Volkspartei rechts der Mitte Statur gewinne, halten Sie in dem stabilitätsorientierten deutschen Universum der Politik, halten Sie das für möglich, dass diese nach links neigenden bürgerlichen Parteien rechts überholt werden könnten, so wie das in Ungarn Orbán mit seiner Fidesz geschafft hat? Oder sind da die Deutschen weniger flexibel, sind sie eben doch misstrauischer gegenüber Parteineugründungen, die dann auch gelegentlich im historischen Giftschrank herumräubern und mit allerlei abenteuerlichen auch Aussagen aufwarten? Wie deuten Sie das? Das Modell Orbán, umgelegt auf Deutschland, umgelegt auf die AfD allenfalls, ist das eine Perspektive? Man muss vorausschicken, dass nichts an der Selbstsicht von Fidesz mehr vorbeigehen könnte als die in ihrem Argument jetzt zugrunde gelegte Gleichsetzung von AfD und Fidesz. Sie haben das funktional gemeint, nicht inhaltlich, aber es liegt dann rasch eine inhaltliche Gleichsetzung nahe. Tatsache ist, dass man in Fidesz-Kreisen, in Brüssel insbesondere, intensiv darauf achtet, ja nicht mit AfD zu tun zu haben. Wenn AfDler zu Veranstaltungen kommen, kann man sie zwar nicht rausschmeißen, aber man lädt sie nicht ein. Und man sucht keine aktive Zusammenarbeit. Das muss man vorausschicken, um nicht sozusagen jetzt immer, wenn für deutsche Verhältnisse von der AfD die Rede ist, für Ungarn gleich Fidesz einzusetzen. Das Hauptargument wird wie folgt auszusehen haben. Dass die AfD die CDU nicht nur rechts überholt hat, sondern auch zu überholen scheint, ist in Ostdeutschland ohnehin sichtbar. In etlichen ostdeutschen Bundesländern, in Thüringen und so weiter, liegt die AfD bei der Sonntagsfrage klar vor der CDU. Und bundesweit holt sie auch sehr stark auf, liegt schon vor SPD und Grünen. Also, dass die Rechte in Deutschland stark geworden ist, zulasten insbesondere der CDU, das steht ohnehin außer Zweifel. Ob nun sozusagen eine CDU, die nach rechts schwenken würde, hier etwas gegensteuern könnte, da muss man inzwischen seine Zweifel haben. Die Zeit, als die CDU jene früheren Positionen hätte selbst besetzen können, die sie der AfD zur Selbstbedienung überlassen hat, die scheint weitgehend vorbei zu sein, weil es inzwischen Parteibeschlüsse gibt und die öffentliche Meinung ein bestimmtes CDU-Verhalten nicht mehr akzeptiert, sodass jeder Politiker, der eine Kurskorrektur hier vorschlägt, im medialen Sperrfeuer den Heldentod, den politischen Heldentod, stirbt. Und viele AfD-Wähler verachten keine Partei mehr als die CDU, von der sie sich aus opportunistischen Gründen verraten sehen. Aber es kommt hinzu, dass die AfD selbst auch bislang nichts getan hat, um sich sozusagen für ein größeres bürgerliches Lager anschlussfähig zu machen. Die AfD hat ja, auch weil sie allseits ausgegrenzt und emotional in nicht schöner Weise traktiert wurde, sich in den letzten Jahren immer mehr radikalisiert. Damit
sozusagen jenes rechte Lager entstehen könnte, auf das Sie in Ihrer Frage angespielt haben, müsste die AfD bei sich sehr viel ändern. Sie müsste nicht nur von großen Teilen ihrer in aller Selbstverständlichkeit verwendeten Rhetorik Abstand nehmen, die nun schlechterdings nicht zum guten politischen Geschmack gehört, um Randbereiche, wo sie Menschenwürde und so weiter verletzt, gar nicht lange zu thematisieren. Sie müsste sich von bestimmten inhaltlichen Positionen trennen. Eine Auflösung der EU ist seit dem letzten Parteitag Gott sei Dank nicht mehr im Programm. Aber auch allein eine Umgründung der Europäischen Union hat mit realistischer Politik nichts zu tun, um von einem deutschen EU-Austritt ganz zu schweigen. Es gibt jede Menge inhaltliche Positionen, die sozusagen nicht wirklich tauglich sind. Andere sind tauglich, wie die zur Migrationspolitik, wenngleich es dort dann oft überzogene Rhetorik gibt. Und neben Rhetorik und Positionen müsste sich die AfD ganz ohne Zweifel von bestimmten Führungspersonen trennen, mit denen zusammenzuarbeiten für die CDU nicht zuletzt deswegen nicht geht, weil jeder CDUler, der mit Höcke zusammenarbeiten würde, ich wiederhole mich, im massenmedialen Sperrfeuer den politischen Heldentod stirbt, was man eigentlich von einem Parteipolitiker, anders als von einem Soldaten oder Feuerwehrmann, nicht verlangen wird können und verlangen wird wollen. Und das heißt, wir sind in Deutschland in einer sehr unangenehmen Situation. Die CDU hat es zugelassen, dass das Parteiensystem durch das Aufkommen einer rechtspopulistischen Partei sich verändert hat. Und jetzt, wo man das allmählich begreift, dass die AfD durch Ignorieren und Ausgrenzen und Beschimpfen nicht verschwindet, ist es zu spät, scheint mir, für wirklich stabilisierende, hilfreiche Maßnahmen. Wir werden uns durchzuwursteln haben, wie skandinavische Staaten, wie die Italiener, wie die Franzosen. Das heißt, Deutschland hat endlich einen guten Grund, von seinem hohen moralischen Ross wieder einmal herabzusteigen. Herr Professor Patzl, letzte Frage. Was kann Deutschland, was kann die Schweiz, was können wir da in unserem zentral-westeuropäischen Biotop, was können wir von Viktor Orban, was können wir von Ungarn lernen? Man kann lernen, dass man Grundsätzliches nicht taktisch handhaben darf. Viktor Orban war einer der ersten Politiker in Europa, die begriffen haben, dass man Migration eindämmen muss. Denn grenzenlose, unbeschränkte Migration nach Europa verändert die europäischen Gesellschaften so, dass die Bürger dagegen revoltieren, zunächst rechtspopulistische Parteien wählen und irgendwann die Loyalität den jeweiligen Regierungen gegenüber aufkündigen. Sogar im Staatsformen Deutschland ist das ausweislich demoskopische Umfragen inzwischen der Fall, dass viele Leute das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des deutschen Staates verloren haben. Orban ist diese Sache nicht taktisch angegangen, sondern strategisch. Und wir müssten wirklich unsere politischen Probleme strategischer angehen als taktisch. Dem steht aber entgegen, dass wir eine politische Klasse haben, die im Wesentlichen durch Taktieren an ihre Machtpositionen gelangt ist, die bei ihren Positionen, die sie öffentlich bezieht, eher die medialen Reaktionen im Auge hat, als das, wofür es wirklich sich zu kämpfen lohnt. Und es geht auch deswegen so schwer, weil unser Deutschland mit einer Mehrzahl von Problemen zu kämpfen hat, die auf vielen Feldern ein Umdenken verlangten. Und hier könnte man sich ein Vorbild an Orban insofern nehmen, als er sich bemüht hat, eine Politik sozusagen aus einem Guss vorzulegen, statt einfach zu taktieren. Aber Orban hat ja auch klar gesagt, du kannst nur dann eine erfolgreiche Politik machen, wenn du die Medien auf deiner Seite und wenn du eigene Medien hast. Aber die Medien sind in Deutschland auf Seite von Grünen und Sozialdemokraten, nicht auf Seiten der CDU. Infolgedessen hat die CDU nicht die mindeste Chance, es Orban gleich zu tun. Und was würden Sie sagen, kann ein Viktor Orban von seinen Kritikern lernen? Wo ist der Punkt der Wahrheit der Anti-Orban-Fraktion? Er sollte sich einen alten römischen Leitsatz mehr zu eigen machen. Der lautet auf Latein: Fortiter in re, suaviter in modo. Das heißt, das, worum es geht, muss man klar und unbeirrbar vertreten, aber die Weise, wie man es vertritt, die muss einladend, nicht abstoßend, muss gefällig sein. Und an dieser Stelle fällt er offenkundig der Eigentümlichkeit ungarischer Kommunikation zum Opfer. Und die ungarische Sprache ist nach all dem, was mir Kenner beider Sprachen erzählt haben, eine, die Grobheiten ganz normal klingen lässt. Wenn man diese Grobheiten übersetzt in andere Sprachen, klingen sie ganz schauderhaft. Und an dieser Stelle ist er zu unvorsichtig. Er ist ganz wunderbar
Fortiter in Re, aber er hat noch Luft nach oben bei Suaviter in Modo. Herr Professor Patzl, ganz herzlichen Dank für dieses hochinteressante Gespräch und lehrreich. Ich hoffe, das wird jetzt als Standardwerk der sozusagen ersten Einführung in den Urbanismus in die Pfui, da Hungary. sprechen, kein Urbanismus, nein, Kein Ungarn, Urbanismus. nicht Orban preisen. Genau, in die Ungarn Studies. Der erste Lehrgang. Nein, meine Damen und Herren, lieber Herr Professor Patzl, ich kann dieses Buch hier nur wärmstens empfehlen. Es ist wirklich für alle, die sich für den Gegenstand interessieren, ist das ein Augenöffner. Und wir haben jetzt hier einen ausführlichen, einen differenzierten Einblick in einige der wichtigen Streitfragen erhalten, die in diesem Buch behandelt werden. Aber eben nicht nur diese Fragen, sondern auch viele weitere Themen sind da dabei, sehr ja, didaktisch aufbereitet, systematisch. Also wirklich ein Lichtblick, dieses Buch zu einem Thema, mit dem wir uns intensiv beschäftigen sollten. Nun, wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Wir bedanken uns für dieses Gespräch und demnächst wieder auf diesem Kanal.